Das war super. So, und eigentlich habe ich gedacht, dass vorhin dieser Teil aussieht wie hier. Habe ich gedacht. Aber der kommt ja jetzt erst hier. So, und hier gibt es dann einen Körnerpunkt. Irgendwo. Ich mach erstmal Gegner kaputt, damit die mich gleich nicht stören. Nein. Da oben hat man den Körnerpunkt schon schwimmen sehen gerade. Das ist nämlich ein Hühnchen, das wir töten müssen. Hier war doch gerade noch so ein... Nee, du warst es nicht. Schwimmt auf jeden Fall irgendwann mal auch da unten lang. Ja, da ist es. Wo bist du? Okay, auf jeden Fall das Hühnchen, was wir da gerade gesehen haben, das müssen wir kaputt machen. Bist du? Ist weg. Da. Sehr schön. Gut, dann ist jetzt wieder Edelsteine einsammeln geplant. Wundert mich, dass sie hier auf diese Pilzdinger nichts draufgelegt haben. Also sie sehen aus wie Pilze, deswegen nenne ich die Pilzdinger. Da unten waren wir schon. Oh, ich habe so Schiss, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Aber hier können wir wenigstens nachprüfen, ob wir alles haben. Mein Plan hat funktioniert. Dieser dumme Tintenfisch hat die Gefängnisschlüssel fallen lassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Yay! Oh, das wollte ich dir noch sagen. Einer der Rhinoxe hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Brotdose. Dizzy. Ich bin auch schon ganz dizzy. Oder mir ist dizzy eher. Okay. Dann haben wir eben in der Wand haben wir noch ein Level gesehen, wo wir rein können. Wo ist es hin? Da. Dann gibt's hier noch ein Level. Wir hatten ein Drachenei für dich, aber wir haben es zum Testen unseres Ultra-Hochgeschwindigkeits-Strömungstunnels benutzt. Die gute Nachricht ist, dass es ohne einen Kratzer am Ende des Tunnels angekommen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass es unmöglich ist, es wieder herauszubekommen. Ich mach das schon. Der Tunnel ist gerammelt voll mit Rhinoxen und schwebenden Minen. Du kannst das Ei nur wiederholen, wenn du jeden einzelnen Rhinox im Tunnel besiegst. Bei den Leveln gibt's hier mindestens noch eins. Puh, das war knapp. Schön, dass sie alle auf derselben Höhe schwimmen, ey. Dieses Ei hat erstaunlich gute Strömungseigenschaften. Von jetzt an werden alle unsere U-Boote eiförmig sein. Tropfenförmig. Duke. Schöne Farbe.
Gut, dann können wir wieder. Ich weiß auch jetzt, wo das andere Level ist. Da muss man einfach nach oben schwimmen. Ich meine, oben wäre eine Öffnung im Level. Ja. Da gibt es nämlich noch ein, in Anführungszeichen, verstecktes Level. Wo es auch nochmal Edelsteine gibt. Ich schätze mal, uns fehlen jetzt noch 50. Und zwei hat uns ja drüben gefehlt bei dem anderen Level. Also fehlen noch 50. Okay. Pluto, der Rhinox, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein nukleares Hai-U-Boot. Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Wenn wir verlieren, müssen wir einen Monat Küchendienst machen. Was sagst du dazu? Willst du gegen Pluto antreten? Ja. Okay, viel Glück. Aber denk daran, dich vom scharfen Ende fernzuhalten. Drücke X-Taste, um zu beschleunigen. Kreistaste, um eine Rakete abzuschießen. Sammle Kisten, um mehr Raketen zu bekommen. Okay. Oh nein. Nein, falsche Richtung. Ah, fuck, ich habe keine Munition mehr. Schon wieder keine Munition. Das ist jetzt vielleicht nicht so geil hier hinzu. Falsche Richtung. Oh. Boah, also das mit dem Lenken ist irgendwie komisch. Das ist falsch rum irgendwie. Yes. Puh. Wow, das ist das erste Mal, dass Pluto verloren hat. Du hast ganz schön viel Talent für jemanden, der so lila ist. Ich hoffe, dieses Ei ist den ganzen Ärger wert. Ja, ja. Jackie. Gut, dann holen wir hier jetzt noch die restlichen Edelsteins. Ah, hier unter Wasser was? Ich weiß es gar nicht. Oh nein, das ist so wenig. Warum liegen hier nur einer? Okay, hier war auch noch was, das ist schön. Eins. Da ist ein Zweier, das ist schon mal schön. Eins. Eins. Toll.
Ich bin schon wieder Edelstein, das kann doch nicht sein. Da ist noch einer. Oh, das kotzt mich ja jetzt dezent an. Aber es sind halt richtig viele, die uns fehlen. Oder? 25. Nee, 26. Nee, 16. Hä? Hüpfe zur geheimen Höhle. Hüpfe zur geheimen Höhle. Also hüpfen. Hüpfen hört sich so nach draußen an. Huch. Oder war das mit der Sheila? Es kann ja sein, dass da was in der Wand war. Ich gehe nochmal in das Sheila-Level. Ne. Dann gehen wir von da hinten hin. Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass das hier wieder Sheila war. Weil hüpfen wird halt noch besser dazu passen, ne? Dass da halt irgendwo links. Ich glaube, ich sehe es schon. Ja. Jo. Gut. Jared. Das ist schon ganz schön böse versteckt hier, muss man mal sagen. 16, 16, 16, 16. Oh, das sieht gut aus. Ne, das sind nur 15. Ne, 13. Einer. Ach Leute, ey, das geht mir. Das gefällt mir ja schon richtig gut hier am Anfang des Spiels, ne? Das ist ja. Boah. Ist ja unfassbar. Das finde ich richtig super. Och Mann. Ich würde mir denken, dass der eine im letzten Abschnitt irgendwo ist. Da habe ich nicht wirklich gut geguckt. Da ist er jedenfalls mal nicht. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Ah! Hallo! Ah! Super. Oh. Der lag da so offensichtlich. Das ist ja unfassbar. Eieieiei. Mr. PlayStation, enttäuscht mich nicht. Na.
Das hört sich nach aufgehangen an. Beziehungsweise der Laser sucht wie Bekloppter und er findet nichts. Also einmal. Los, lass uns zum Ballon gehen. Einmal die PlayStation auf den Deckel gelegt und schon funktioniert's. Der Ballon ist startklar, Sir. Spring einfach auf. Okay, ich setze mich mal wieder vernünftig hin hier mit meinem Mikro. Den letzten Boss machen wir immer noch. Also den ersten Boss machen wir immer noch. Und dann, dann beenden wir die Session. Gut, wir fliegen jetzt nach Gartenstadt. Hör genau zu, du dummes Ding. Ich frag dich jetzt das letzte Mal. Warum hast du diesen teuflischen Drachen nicht erledigt? Ich hab versucht, ihn zu erschrecken, Eure Hoheit. Aber er fürchtet nichts. Fürchtet nichts? Fürchtet nichts? Für was habe ich dich all die Jahre ausgebildet? Zaubere etwas! Hier hast du ein Zauberbuch. Zaubere ein Monster. Und beseitige ihn. Ihn umbringen? Es interessiert mich nicht, was du machst, du nutzloses Balk, solange du ihn loswirst! Okay, mal sehen, was wir hier haben. Das sollte passen. Du, komm her! Als ich hörte, dass die Zauberin vorhat, dich in einen Hinterhalt zu locken, bin ich so schnell ich konnte hergekommen. Keine Sorge, die schlappe grüne Kröte erledigen wir mit links. Ich mag übrigens die Zauberin nicht, die ist so... Also wenn ich sie sehen würde mit ihrer Stimme, würde ich direkt ins Gesicht schlagen. Okay. Die Steuerung ist hier irgendwie... Ich weiß nicht. Wäh! Ich dachte, er wäre irgendwo gegengelaufen. Was passiert denn jetzt? Mach doch mal irgendwas. Hallo! What is your problem? Warum macht er nichts? Normalerweise macht er so zzzzt oder sowas. Was muss ich tun? Ich habe der ollen Sheila eben nicht zugehört. Ah. Ich habe der Sheila eben nicht zugehört. Okay, jetzt. Jetzt ist alles okay. Das meine ich mit... Thank you.
Hat er nicht auch noch Feuer oder sowas? Nein. Diese Steuerung, ne? Mit seinen kleinen Ärmchen, ne? Aber das ist mich bei God of War, hat mich das auch ziemlich abgenervt, dass die Kamera nicht auf den Gegner zentriert ist, sondern halt irgendwo im Raum hängt. Ich bin das irgendwie so gewohnt, dass die Kamera sich immer auf den Gegner zentriert. Damit man halt immer sieht, wo der ist. Och, Sheila, du dumme Hure. Gesundheit. Was ist das jetzt oder muss ich nochmal? Nochmal, okay. Um hier die Kurve zu laufen, muss ich nach oben drücken. Das ist ganz komisch. So, das muss ich gewesen sein. Ah, stand die Sheila mir eben einfach mal im Weg rum, ey. Grayson. Puh. Okay. Dann wäre dieser Boss auch besiegt. Unser erster Boss. Woo. Und wir werden direkt wieder zurück in... Oh Gott, wie heißt das Ding denn? Das hier ist Gartenstadt. Sonnenbad, Sonnenaufgang. Denn hier möchten wir beim nächsten Mal, möchten wir hier das Level von Sparks machen. Weil da können wir jetzt hin. Aber, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!